Samstagmorgen. Ich habe natürlich wieder zu kämpfen. Morgens, ich habe es ihm erzählt. Und das zerreißt mich auch wieder innerlich, weil wir mich schon wieder Sachen erreicht haben. Das ist echt heftig. Die hören nicht auf, trotz meines Schwerbehindertenausweises. Heftig. Und jetzt kann ich nicht mehr anders. Und ich sage intuitiv, ich ziehe das jetzt durch, was ich angekündigt habe. Ein für alle Mal. Die Leute, das ist das allerletzte Versuch, euch zur Vernunft zu bringen. Hier ist mein Ordner. Ich habe einiges zusammengesammelt. Ja, das ist mein fetter Ordner. Dann wollen wir mal gucken, was der Glashang für Diagnosen hat. Schauen wir doch mal nach, was er hier noch findet. Ich habe nicht mehr alle Unterlagen. Ich habe ganz, ganz viel weggeschmissen, weil ich mich mit dem Scheiß. Ich wollte den loswerden. Den ganzen Scheiß. Moment. Hier, das ist mein Weg. Hier ist es auch zu sehen, wie ich mit meinen Nachbarn umgehe. Hier sind die ganzen Beweise für die Lärmstörung drin. Das ist alles voll um mein Handy mit Audio- und Videoaufnahmen. Und ich beschütze die Menschen vor sich selbst. Daher bleibt das in Liebe. Und niemand wird vorgeführt. Kein Name. So, ich kann das jetzt nicht. Patientenzentrum. Was ist denn das noch? Wow, das ist ein Brief, den ich öffnen konnte. Wow, ich habe doch noch einen Brief hier. Hier, Känguru-Verordnung, Kassenbon, Apotheker. Das ist alles nicht wichtig. Deutsche Rentenversicherung. Nein, ich finde das noch. Ich habe es wahrscheinlich nicht ganz hinten gepackt, weil ich es nicht sehen will. Kleingartenverein. Wo ist denn das? Sparkasse. Stammheld. Ach, okay, ist das hier? Wo ist das? Irgendwas habe ich verpasst. So, jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Fachärztliche Begutachtung. Wo ist denn die? Da fehlt noch was. Was habe ich denn noch da? Naja, egal. Das ist mal ein Einblick dessen, was man mir diagnostisch mit hier. Also, der genannte Patient wird seit 2011 regelmäßig in der Institution, ne, ich schütze jetzt die Institution, eine Ambulanz, eine Tagesklinik ist das. Psychiatrisch, psychotherapeutisch behandelt. Aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung, einschließlich eines ADHS-Syndroms im Erwachsenenalter, ist Herr Glashagen nicht in der Lage, einer regelmäßigen beruflichen Tätigkeit nachzukommen, die seinen Lebensunterhalt sichern würde. Vor dem Hintergrund einer primär geringen psychischen Belastung treten immer wieder depressiv gefärbte Erschöpfungszustände mit multiplen Körperbeschwerden auf. Weiter bestehen ausgeprägte Ängste vor neuen Situationen und Veränderungen. Aufgrund der ADHS-Erkrankung sind weiter Konzentrations- und Merkfähigkeitsstörungen zu nennen, sowie eine geminderte Antriebslage. Herr Glashagen hat häufig versucht, eine geeignete berufliche Tätigkeit zu finden, ist aber aufgrund der Krankheitssymptomatik immer wieder gescheitert. Herr Glashagen ist maximal für eine Tätigkeit von weniger als 2 Stunden täglich belastbar. Es ist davon auszugehen, dass auch in Zukunft von anhaltender Arbeitsunfähigkeit ausgegangen werden muss. Das ist noch gar nichts. Ich habe noch viel mehr, viel, viel mehr. Und ich habe leider es nicht hingekriegt. Ich hatte leider eine Ärztin, die meinen Autismus nicht gesehen hat, mein Borderline nicht. Ich habe eine Essstörung. Moment. Hier, Entscheidungen. Ja gut, das ist mein Schwerbehindertenausweis. Ich habe noch mehr. Ich habe noch mehr. Was ist das?
Ach, das hier, das sind meine ganzen Beweise für das, was ich letztes Jahr erlebt habe. Die ganzen Zeugen stehen da drauf. Jetzt muss ich noch die Rentenversicherung finden. Hier, Apotheke. Nee, kann ich jetzt nicht. Nein, nein, nein. Ich suche jetzt Rente. Das Rentenversicherung. Habe ich irgendwo es dann schreiben? Das ist, ich musste das noch sortieren. Ich habe es endlich geschafft, meinen Papierkram zu machen. Bis zu einem bestimmten Punkt. Es gab ein Überprüfungsverfahren von der Rentenversicherung. Ah, das nochmal das Schreiben von Grad. Hier, es geht noch weiter. Hinweis zum Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung. Sehr geehrter Herr Glashagen, im Zusammenhang mit Ihrem Antrag auf Leistung auf Grundsicherung haben wir festgestellt, dass Ihnen eine Rente wegen Erwerbsminderung zustehen könnte. Um einen möglichen Rentenanspruch prüfen zu können, benötigen wir einen formalen Antrag mit den entsprechenden Anlagen. Da eine sozialmedizinische Entscheidung bereits getroffen wurde, brauchen Sie keine weiteren medizinischen Unterlagen einzusenden. Die Dame, die mich betreut hat, die hat leider viel Scheiße gebaut. Es ist viel schief gelaufen. Und ich habe es nicht mehr geschafft, diese Anträge auszufüllen. Und ich sehe mich auch nicht als Rentner. Ich will das gar nicht. Ich will das gar nicht. Ich will weg aus diesem Bürgergeld, diesen menschenverachtenden Mechanismen, die da drin stecken. Aber ich habe das noch mehr. Pass auf, ich hab noch viel mehr. Viel, viel mehr. Weiß nicht, wo das steht. Das ist auch da irgendwo gewesen. Ich habe das nur nicht gefunden. Ich bin letztens drüber gestolpert. Grundsicherungsverfahren, ja. Was aber noch mehr. Was gibt. Gibt noch mehr. Abgesehen davon, wie weit mich die Menschen getrieben haben. Es gibt noch viel mehr. Oh, ich konnte das so lange nicht angucken. Ich glaube, das ist gar nichts, habe ich nicht. Ach Mensch. Es wurde meine Suizidalität in der Vergangenheit festgehalten. Wo ist denn das? Hier ist noch was. Vielleicht ist es das gleiche, ich weiß es nicht. Dass sich bei den Patienten um psychiatrische Erkrankungen einschließlich des ADHS handelt, sind die nachfolgenden Fragen nur bedingt zu beantworten. Wir haben totale Probleme mit der Bürokratie gehabt. Die konnten das alles nicht greifen. Der Patient befindet sich in einer schweren depressiven Phase mit Suizidalität. Er ist nicht in der Lage, Krisen zu bewältigen, beziehungsweise mit Stresssituationen adäquat umzugehen. Die Selbstfürsorge ist schwer beeinträchtigt. Zur Familie besteht kein Kontakt, weil sich der Patient abgelehnt und abgeschoben fühlt. Die ADHS-Erkrankung verstärkt die depressive Symptomatik. Der Patient ist nicht imstande, seinen Alltag zu regeln, gerät zunehmend in den Einfluss inflationärer Ängste, die sich auch auf seine wirtschaftliche, für ihn ausweglose Situation beziehen. Durch seine Mitgliedschaft in einer privaten Krankenkasse vermeidet er dringend notwendige medizinische Untersuchungen, weil er sie nicht bezahlen könne. Auch das Therapieangebot hier, dessen der Patient dringend bedarf, wagt er aus denselben Gründen nicht für sich zu nutzen. Der Patient ist und wird auch in Zukunft nicht in der Lage sein, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, auch wenn er in den früheren Jahren versucht hat, diesbezüglich Fuß zu fassen. Wurde er letztendlich durch die Symptomatik seiner Erkrankung daran gehindert. So, und das ist auch noch nicht alles. So. Und wer so über mich schreibt, ist nicht daran interessiert, dass ich meinen Weg finde. Das ist jetzt die andere Seite. Es hätte einen Weg gegeben, mich da rauszukriegen, anstatt werden Zettel vollgeschrieben, und mir wird das alles in den Kopf gehämmert. Und davon versuche ich mich bis heute von zu befreien. Dieser Brief ist vom 6.5.2021. Ihr könnt ja mal gucken, was ich in der Zeit da getrieben habe und Videos veröffentlicht.
Guck da mal rein. Ich habe eine Doku-Serie da, 6.6.21. Was war davor los? Was war danach los? Guck meine Videos an. Ich habe kryptisch geredet. Ich habe Menschen beschützt. Ich habe mein eigenes Leid zurückgehalten, damit ihr nicht irgendwie runtergezogen wird. Ich habe atmosphärisch positive Videos drehen wollen. Ja? Also, Leute, fasst euch ans Herz, kommt zur Vernunft. Hört auf, einen Schwerbehinderten zu diskriminieren. Hört auf, mich der Lügen zu bezichtigen. Ich bin gerade ein ehrlicher Michi und ich habe immer erzählt, was los ist. Und ihr habt es viel zu weit getrieben und es hat fast mein Leben gekostet. Bitte hört auf damit. Bitte hört auf damit, auch alle anderen zu belästigen. Ich kann nicht der Einzige sein. Das ist ein Verhalten, das ist nicht gesund. Bitte lasst das sein. Fasst euch ans Herz. Hört auf damit. Ich bitte euch. Ich bitte euch, hört auf damit. Ihr habt mich so weit gebracht, dass ich im Internet das öffentlich vorgelesen habe. Ich habe damit keine Probleme, ja? Und vieles davon ist so ein scheiß Illusion. Diese kranke Welt hat mir das eingeredet, wie euch auch die Krankheiten. Es gibt Sachen, bei denen braucht man Hilfe. Ich möchte nichts verteufeln. Es gibt gute und schlechte Seiten, wem es hilft. Alles super. Aber meine Erfahrung ist, dass ich jahrelang bei einer Ärztin saß, die meinen Autismus übersehen hat, dass ich hochsensibel bin, hat übersehen, dass ich hochbegabt bin, sozial voll Probleme habe. Ich lese nirgendwo was von Sozialphobie, ich lese nirgendwo was von Essstörung. Das, was mir hilft, ist Cannabis. Wieso habe ich keine Hilfe gekriegt, damit das mal irgendwie umgesetzt wird? Nein, da müssen neue Gesetze entstehen. Dank diesen Gesetzen kann ich mir jetzt endlich ärztlich verschriebenes medizinisches Cannabis holen, um all den Hass und Hetze da draußen zu verarbeiten und all die Diskriminierung, die mir auf sämtlichen Ebenen widerfährt. Das ist es. Alles drin. Wie kann ich das, was ich gerade vorgelesen habe, mir mal schnell auswendig ausdenken? Ist nicht. Ich zeige euch das nicht in die Kamera. Dann sehen wir uns vor Gericht, wenn es sein muss. Dann soll es wohl so geschehen. Ich habe viele Sachen vom Mobbing aufgenommen. Ich habe so viele Screenshots. Ich habe Nachrichten auf mein Handy gekriegt, ja? Das sind die Menschen, die meine Nummer hatten. Und sie haben mein Vertrauen missbraucht. Sie haben mir nicht geglaubt und mir mega Schaden in meinem Leben verursacht. Ihr Mobber solltet anfangen. Ihr solltet die Ersten sein, die ihm unterstellt, dass ich im Internet nach Geld bettel. Da steckt ja auch die Unterstellung hinter, ich saug Menschen Geld aus der Tasche. Es wird ja auch darunter geschrieben. Ich bin in Not nach wie vor. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Ersten seid, von denen ich eine Spende auf meinem Konto entdecken darf. Von denen ich sehen kann, dass ihr mit zur Menschheitsfamilie gehört. Dass ihr mit die innere Einstellung tragt, dass wir im Wir hier durchkommen. Denn wir sitzen nach wie vor im selben Boot, bis der Letzte es kapiert hat. Ihr checkt das nicht. Wir sind alle eins. Und immer nur so stark wie der Schwächste. Und ich bin nicht der Schwächste. Ich bin verdammt stark für die ganze Scheiße, die ich fressen musste. Dankeschön. Bin dann mal raus. Danke, danke, danke. Echt toll.